Oldenburg News im Moment bei Wied auf der Insel Rügen. Wir sind immer noch auf der Suche nach diesen Steinen mit den Löchern und haben noch niemanden gefunden, der uns sagen kann, was es mit diesen Löchern in den Steinen auf sich hat. Wir werden weiter am Ball bleiben und versuchen noch irgendwelche ortskundigen Leute zu finden, die uns darüber informieren. Hier liegen zwar Tausende und Abertausende von Steinen, aber keiner im Moment, wo ein Loch drin ist. Wir werden weiter suchen. Wir haben ja schon einige Aufnahmen eben oben im Ort gemacht. Da haben die Leute sich diese Steine einfach in den Garten gestellt bzw. gehängt. Aber es war keiner imstande, uns zu sagen, was es mit diesen Löchern in diesen Steinen an der Ostseeküste auf sich hat. Oldenburg News, immer noch am Strand vom Dorf Wied. Wir sind immer noch auf der Suche nach diesen sagenumwobenen Steinen, die Löcher in der Mitte haben und die wahrscheinlich im Laufe der Jahrhunderttausende, wo sie hier im Wasser gelegen haben, ausgespült worden sind. Wenn man das richtig interpretiert, schaut man durch das Loch und im Hintergrund ist der Horizont der Ostsee durch dieses Loch im Stein zu sehen. Wir haben jetzt inzwischen jemanden gefunden, der uns etwas über Hühnergötter sagen kann. Und die Dame stellt sich jetzt einmal selber persönlich vor. Hallo, ich bin Peggy Seelenbinder und verkaufe hier Fietes Rügenhonig. Mein Mann ist der Imker und ja, das ist ein Inselprodukt. Und ich stehe hier am Stand. Wir stehen immer so circa von 14 Uhr bis 18 Uhr. Und ja, ganz speziell ist der Sanddorn in Honig. Das ist ein veredelter Honig. Der Grundhonig ist Rapshonig und wird dann mit einem Sanddornkonzentrat veredelt. Also es ist ein reines Naturprodukt. Und jetzt möchtet ihr noch was über Hühnergötter hören. Ich weiß nicht allzu viel darüber. Ich weiß nur, dass sie ganz, ganz viel Glück bringen. Und dass sie am Fit, am Strand ganz, ganz viel zu finden sind. Dann freue ich mich, sie irgendwann mal zu sehen. Und das ist unsere dicke Biene. Oldenburg News hat es mal wieder geschafft. Keiner auf der Insel Rügen war bisher bereit bzw. wusste es nicht, was Hühnergötter sind. Neben mir sitzt nun Herr Pottgießer und er wird uns jetzt die Einzelheiten über dieses Phänomen am Ostseestrand erklären. Unsere Kreidefelsen auf Rügen sind entstanden vor Millionen von Jahren aus den Skeletten von Einzellern, also von Algen. Wenn diese Einzeller abgestorben sind, dann sank der ihr Skelett, der ihr Kalkgerüst zu Boden und bildete dann im Laufe von Jahrmillionen Kreideschichten, die hunderte von Metern dick sind. Und es gab dann immer wieder Epochen, wo es eine ganz bestimmte Art von Kieselalgen sehr häufig gab. Und wenn diese dann abstarben und ihre Reste zu Boden gingen, unter dem großen Druck wurde aus deren Körper diese Feuersteine. Diese Feuersteine sind vollkommen unregelmäßig gebaut in der Form und es kann auch sein, dass durch einen Feuerstein eine Ader aus Kreide zieht. Die Kreide ist wesentlich weicher als der Feuerstein und wenn dann später mal der Feuerstein ins Wasser gelangt, wird die weiche Kreide aus ihm herausgewaschen und so kann es sein, dass ein Feuerstein auf einmal einen Gang hat, ein Loch hat. Und diese Feuersteine mit Loch, legten dann die hiesigen Bauern traditionell den Hühnern in die Nester rein und sie glaubten dann, dass die Hühner dann mehr Eier legten. Und so kommt der Name Hühnergott zustande. Herr Pottgießer, ich bedanke mich für dieses Interview und jetzt wissen wir endlich und können unseren Zuschauern mitteilen, was Hühnergötter auf der Insel Rügen sind.